Gewinnt Ripple den 1,3 Milliarden US-Dollar schweren Rechtsstreit gegen die SEC, also die Securities and Exchange Commission? Das ist eine Frage, die man nicht so leicht mit Ja oder Nein beantworten kann, aber der Anwalt Jeremy Hogan, der in den letzten zwei Jahren fast 160 Videos zu dem Rechtsstreit gemacht hat, hat vor wenigen Stunden in seinem finalen Video seine endgültige Prognose hierzu abgegeben. Und wie er selbst sagt, hat er sich jeden einzelnen Schriftsatz in diesem Fall durchgelesen, sich jede Anhörung angehört, sich mit unzähligen anderen Richtern über die ganzen Sachen ausgetauscht und sich sogar andere Rechtsstreite von Richterin Torres angeschaut, um zu verstehen, wie genau sie an Entscheidungen herangeht. Wenn also einer eine Prognose abliefern kann, dann ist es Jeremy Hogan. Willkommen zurück bei Think It Crypto. Mein Name ist Sami und im heutigen Video schauen wir uns unter anderem an, welche vier Szenarien Jeremy Hogan für den Ripple vs. SEC Rechtsstreit sieht und welche Wahrscheinlichkeit er all diesen Szenarien zuteilt. Darüber hinaus heute auch mal wieder echt einige spannende Sachen zur FTX, was zu Crypto.com und eine kontroverse Entscheidung von Binance. Bevor wir aber starten mit dem allerersten Link in der Beschreibung, meldet euch wie immer gerne auch noch bei der EU-regulierten Kryptobörse Bitwavo an. Nicht nur hat Bitwavo über 180 verschiedene Coins zur Auswahl, ein super einfaches Interface, niedrige Handelsgebühren und noch viele, viele weitere Vorteile, vor allem im Bereich der Sicherheit. Das Beste aktuell gibt es für jeden Sign-up 30 Euro gratis als Startbonus, ein T-Shirt von Bitwavo und auch noch die Chance, etwas zu gewinnen. Ist auf jeden Fall eine coole, limitierte Aktion. Schaut euch das Ganze gerne auch nochmal in meiner Beschreibung an, hier findet ihr alle Infos dazu. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch aber viel Spaß beim heutigen Video. Bitcoin weiterhin niedriges Volumen, fast keine Bewegung und ja, bei so ca. 17.000 US-Dollar am Konsolidieren. Gibt mal wieder nicht wirklich viel zu sagen, aber dafür bleibt uns umso mehr Zeit für die News heute. Und es geht los damit, dass Sam Bankman-Fried jetzt doch zugesagt hat, am 13. Dezember für die erste Anhörung zu erscheinen. Laut Reuters sagte er, Zitat, ich habe immer noch keinen Zugriff auf viele meiner Daten, beruflich oder privat. Es gibt also eine Grenze für das, was ich sagen kann und ich werde nicht so hilfreich sein, wie ich es möchte. Aber da das Komitee immer noch der Meinung ist, dass es nützlich wäre, bin ich bereit, am 13. auszusagen. Laut einem Schreiben des Senators Sherrod Brown, der Vorsitzende des US-Senatausschusses für Banken, Wohnungswesen und städtische Angelegenheiten, fordert Bankman-Fried jetzt aber ebenso auf, bei einer Anhörung am 14. Dezember mit dem Titel Crypto Crash, Why the FTX Bubble Burst and the Harm to Consumers auszusagen. Ich gehe also mal davon aus, dass Sam Bankman-Fried diesmal eine sehr, sehr stressige Weihnachtszeit haben wird. Wie auch immer, die andere Sache, über die aktuell alle reden und der CEO von Binance CZ jetzt sogar einen ausgiebigen Twitter-Thread dazu verfasst hat, ist das letzte CNBC-Interview mit Kevin O'Leary, in dem er Sam Bankman-Fried andauernd verteidigt. Das Ding ist halt, dass O'Leary einer der, wenn nicht sogar der größte bezahlte Sprecher von FTX war, für unfassbare 15 Millionen US-Dollar. Und was CZ halt hierzu dann schrieb, Zitat, es scheint, dass 15 Millionen Dollar nicht nur Kevin O'Learys Meinung geändert haben, sondern ihn auch dazu gebracht haben, sich mit einem Betrüger zu verbünden. Verteidigt er ernsthaft Sam Bankman-Fried? Außerdem, nachdem ich glaube vor ein oder zwei Tagen die SEC in einem Schreiben nochmal alle Unternehmen dazu aufgefordert hat, ihr Crypto-Exposure, also quasi ihr Engagement mit allen Unternehmen, die Insolvenz angemeldet haben, offenzulegen, scheint das geklappt zu haben. Denn im Nachhinein kam jetzt auch die institutionelle Krypto-Handelsplattform Falcon X damit raus, dass 18% ihrer in Anführungsstrichen unbelasteten Zahlungsmittel-Äquivalente an FTX gebunden bleiben. Zu Unternehmen wie Genesis, Alameda oder BlockFi haben sie anscheinend kein Exposure und der CEO sagte auch, dass Falcon X weiterhin gut kapitalisiert bleiben würde, auch wenn sie all diese Vermögens als Totalverlust abschreiben müssten. Das Verrückteste heute aber beim ganzen Thema FTX, was aber auch das letzte FTX-relevante Thema in diesem Video sein wird, ist, dass Sam Bankman-Fried über Alameda Research dem CEO von der Kryptomedienseite The Block heimlich 43 Millionen Dollar geliehen hat, womit der CEO, das ist Michael McCaffrey, The Block dann ebenfalls heimlich finanzierte. Jetzt McCaffrey ist nach dem Bekanntwerden dieser Kredite instant zurückgetreten. Aber nicht nur ist The Block ein riesengroßes Unternehmen mit über 160 verschiedenen Mitarbeitern, sondern man fragt sich halt auch einfach einmal mehr, was Sam Bankman-Fried und FTX noch so verheimlichen. So, und dann, bevor wir auf die ganze Ripple vs. SEC-Geschichte schauen, hat Crypto.com jetzt ebenfalls ein Proof of Reserves über den Auditor Mazars rausgehauen, welches zeigt, dass auch ihre Kundengelder zu über 100% gedeckt sind. Wobei es mich, genauso wie bei Binance auch, stört, dass hier jegliche Verbindlichkeiten außen vor gelassen werden. Dann haben sich manche auf Twitter beschwert, dass sich über 70% der Reserven von Binance in BNB, BUSD und Tether befinden, wo ich nur sagen kann, diejenigen haben das Prinzip
von Kundenreserven irgendwie einfach nicht verstanden, denn Binance oder die Kundenreserven von Binance sind einfach genau die Assets, die die Kunden halten, und in dem Fall sind es halt viele BNB, BUSD und auch USDT. Und passend hierzu hat Binance auch noch kontroverserweise das Konto des Twitter-Users CoinMamba suspendiert, nachdem er behauptet hat, Binance habe ihm nicht geholfen, seine angeblich gestohlenen Gelder zurückzubekommen. Die Rechtfertigung von CZ: We don't want to serve people who are unreasonable. Naja, kommen wir jetzt aber zu dem, worauf wahrscheinlich alle gewartet haben, und zwar Jeremy Hogans Ripple vs. SEC-Prognose. Und bevor wir uns das gleich Schritt für Schritt anschauen werden, kurz für alle, die es nicht mitbekommen haben, zusammengefasst: Sowohl Ripple als auch die SEC haben bereits ihre finalen Briefs mit ihren Erklärungen, wieso XRP ein oder eben kein Wertpapier ist, beim Gericht eingereicht. Auf Ripples Brief bin ich vor ein paar Tagen schon mal kurz eingegangen, aber im heutigen Video soll es ja nicht um die Argumente gehen, sondern einfach um die möglichen Szenarien, wo Jeremy Hogan, wie gesagt, 4 Stück von sieht. Bevor wir aber starten, 100% der Credits gehen natürlich an Jeremy Hogan, weshalb, oder falls ihr hier eine viel, viel ausführlichere Erklärung wollt, den Link zu dem Video von Jeremy Hogan und dem YouTube-Kanal Legal Briefs findet ihr natürlich unten in meiner Beschreibung verlinkt, und ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Damit kommen wir jetzt aber zu Szenario Nummer 1. Mit einer Wahrscheinlichkeit und der größten Wahrscheinlichkeit von 50%, dass Ripple jetzt beim Summary Judgment gewinnt. Also der volle Sieg für Ripple, weil Jeremy Hogan wirklich glaubt, dass, basierend auf all den Fakten und natürlich auch auf dem Gesetz, Ripple XRP nicht als Wertpapier verkauft hat. Eines der Hauptargumente ist, dass Ripple keine sogenannten Post-Sale Obligations oder Verpflichtungen an XRP-Holder hatte, nachdem sie XRP gekauft haben, und bei jedem Verkauf eines Wertpapiers braucht es genau solche Nachverkaufsverpflichtungen. Jetzt natürlich gibt es auch viele weitere Argumente, aber genau deshalb kann ich euch nur empfehlen, das volle Video von Jeremy Hogan anzuschauen. Dann Szenario Nummer 2, und das wollen viele wahrscheinlich nicht hören, aber mit einer Wahrscheinlichkeit von 30%, dass Ripple gegen die SEC beim Summary Judgment verliert. Wie Hogan so schön sagt, jeder, der glaubt, dass ein Gerichtsverfahren einfach ein Easy Win oder so ist, ist voller Bullshit. Denn man darf nicht vergessen, eine einzelne Person, ein Richter, trifft die Entscheidung anhand von unglaublich vielen neuen und komplizierten Informationen. Aber Teil dieser 30% ist auch die Möglichkeit, dass Ripple verliert, eine Strafe zahlen muss, diese Strafe aber abbezahlen kann, ohne dass das Business pleite geht, beziehungsweise dass sie das Business einstellen müssen. Die SEC behauptet ja, dass Ripple XRP im Wert von über 1,3 Milliarden US-Dollar als Wertpapier verkauft habe. Es kann aber sein, dass Richterin Torres zum Beispiel beschließt, dass nur alle Verkäufe bis 2018 Wertpapierverkäufe waren, wo ja dann das ODL-System startete, und dass Ripple in der Lage wäre, mit solch einer Strafe klarzukommen, weil das dann nur noch so circa die Hälfte der 1,3 Milliarden Dollar wären. Szenario 3 mit einer Wahrscheinlichkeit von 20%, eine überraschende Entscheidung, die uns aber keinen unmittelbaren Gewinner liefert, denn es gibt auch die Möglichkeit, dass Richterin Torres einen sachlichen Streit oder eine sachliche Uneinigkeit findet und den ganzen Fall einfach an eine Jury weitergibt und sich damit selbst entlastet, weil sie nicht mehr die Entscheidung für so einen großen Rechtsstreit treffen muss. Solch ein Jury Trial würde aber nicht vor Sommer 2023 passieren, was halt den Rechtsstreit nochmal sehr, sehr weit in die Länge ziehen würde. So, und Szenario Nummer 4, auch wenn wir prozenttechnisch eigentlich schon bei den 100% sind, gibt Jeremy Hogan trotzdem noch eine Wahrscheinlichkeit 5-7%, dass etwas komplett Unerwartetes passiert, etwas, mit dem wir alle nicht gerechnet haben, was anscheinend bei Rechtsstreiten immer mal wieder vorkommt. Und wie Jeremy Hogan sagt, damit haben wir eine 110% Chance, dass schon sehr bald irgendetwas passiert. Denn Richterin Torres hat jetzt alle Dokumente vor sich liegen und muss nur noch eine Entscheidung treffen. Das kann heute sein, das kann morgen sein, aber die Erwartung hierfür liegt weiterhin bei ungefähr März 2023, was ich auch für plausibel halte. Leute, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Prognose haltet. Für heute war's das. Ich wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns am Montag wieder.